Nein, ich habe nicht gefurzt. Das war eine Biene. Herzlich willkommen zurück hier im wundervollen Skyrim. Oh, der Nebel hat sich etwas gelegt. Sehr schön. Ah, die Sonne scheint. Herrlich ist das. Und ich gucke mal ganz kurz ins Journal. Wir haben ja das erste Drittel der Legende abgeschlossen. Und zwar das Bruchstück vom Amulett von Gauldur in Volgunto gefunden. Jetzt müssen wir noch die beiden anderen Bruchstücke finden. Das machen wir natürlich nicht jetzt. Denn wir sind hier direkt unter der Bardenakademie von Einsamkeit. Und da muss ich ja sowieso noch hin, denn der muss ich mich ja noch anschließen. Ich war ja auch noch gar nicht in Einsamkeit gewesen. Bringe Meridias Stern zum Berg Kilkreat. Ach, das war hier, ja. Von der Frau an der Statue. Richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Da können wir auch eigentlich auf dem Weg noch vorbeigehen. Ich habe auch keinen Bock, hier nasse Füße zu bekommen. Dann gehen wir einfach mal Richtung Drachenbrücke. Markieren wir uns das mal. Und gehen mal so, ja, in diese Richtung. Wunderbar. Da liegt noch der Chaurus. Ach, Mann, schön ist es hier. Wirklich schön. Im Sumpf. Aha. Ich trage zu viel, das glaube ich jetzt nicht. Komm, schmeiß den Wein weg. So, kann ich noch ein paar Blumen tragen. Oh, da hinten sind schon die Schiffe. Wahrscheinlich der Hafen von Einsamkeit da hinten. Und da oben sieht man schon Einsamkeit. Yeah, wie geil. Das ist echt mal richtig schick, ne? Das sieht geil aus. Ach, Leute, hier könnte ich bleiben. Ganz schön was los hier in der Luft. Was ist das da drüben noch für ein Lager? Hier glüht das Feuer noch. Scheint ja noch vor kurzem jemand hier gewesen zu sein. Nur ein Fuchs. Ruhig bleiben. Boah, was ist hier denn passiert? Wer ist hier denn geopfert worden? Meine Fresse. Und ein Schmetterling. Dich fange ich. Yes. Wegen Schmetterlingsflügel trage ich jetzt so viel. Du willst mich doch verarschen. Das ist echt. Hier, komm, wirf den Barsch weg. Geht ja mal gar nicht klar. Und da liegt ein Buch. Der Exodus. Von Vorging Yard. Wiederherstellung verbessert. Vralla war ein kleines Mädchen, hübsch und gutherzig, hübsch und klug, hübsch und lebhaft. Alles, was ihre Eltern sich für sie erträumt hatten. Wie perfekt sie auch war, sie erträumten sich doch noch Besseres für sie. Ihr Vater, ein Emporkömmling namens Munten, glaubte, dass sie eine gute Partie machen, vielleicht eine Prinzessin des Kaiserreichs werden würde. Ihre Mutter, eine verunsicherte Frau namens Sinetta, glaubte, sie würde es aus eigenem Verdienst zu Großem bringen, als Ritterin oder Zauberin. Beide wollten das Beste für ihre Tochter und so stritten sie darüber, was ihre Bestimmung sein würde. Aber beide lagen falsch. Sie wurde nämlich nicht groß, sondern stattdessen schwer krank. Die Tempel meinten, es bestünde keine Hoffnung mehr und die Magiergilde sagte ihnen, Vrallas Leiden sei so selten, so tödlich, dass es kein Heilmittel gäbe. Sie müsse leider sterben, und zwar bald. Als die großen Institutionen des Kaiserreichs sie im Stich ließen, suchten Munten und Sinetta die Hexen auf. Die Zaubereinsiedler und die anderen verborgenen geheimen Mächte, die im Schatten der Zivilisation lauern. Mir fällt nur ein Ort an, an den ihr gehen könnt, sagte ein alter Kräuterheilkundiger, den sie auf dem abgelegensten Gipfel der Vrodgarianischen Berge fanden. Mein Gott, was für ein Wort. Die Magiergilde in Olenfeld. Aber wir waren doch schon bei der Magiergilde, protestierte Munten. Da konnte uns niemand helfen. Geht nach Odenwelt, beharrte der Kräuterheilkundige und erzählt niemandem, dass ihr dorthin geht.
Odenwelt war nicht einfach zu finden, da es auf keiner modernen Karte verzeichnet war. Doch in einem Buchladen in Himmelsrand fanden sie es in einem historischen Buch der Kartografie aus der zweiten Ära. Dort auf den vergilbten Seiten war Odenwelt eingezeichnet. Eine Stadt auf einer Insel an der Nordküste. Im Sommer eine eintägige Segelfahrt von der Winterfeste entfernt. Das Paar vermummte seine bleiche Tochter, um sie gegen die Kälte des Seewindes zu schützen, und setzte Segel. Mit der alten Karte als einzigem Führer. Beinahe 2 Tage lang waren sie auf See, umkreisten dieselbe Position und fragten sich, ob sie einem grausamen Trick zum Opfer gefallen waren. Und dann sahen sie es. Im Dunst der brechenden Wellen rahmten 2 zerbröckelnde Statuen lang vergessener Götter oder Helden den Hafen. Die Schiffe im Hafen waren halb versunkene, vermoderte Rümpfe entlang der Docks. Munten ankerte sein Boot und die 3 betraten die verlassene Inselstadt. Tavernen mit zerbrochenen Fenstern, ein Platz mit einem ausgetrockneten Brunnen, Paläste in Trümmern und vom Feuer geschwärzte Wohnhäuser, öde Läden und verlassene Ställe, alles vereinsamt, alles still. Bis auf den starken, schneidenden Seewind, der durch den leeren Ort pfiff. Und Grabsteine. Alle Straßen und Gassen waren gesäumt und gekreuzt und erneut gekreuzt von Denkmälern an die Toten. Munden und Zinetta schauten einander an. Die Kälte, die sie spürten, hatte nur wenig mit dem Wind zu tun. Dann blickten sie auf Vralla und gingen weiter auf ihr Ziel zu, die Magiergilde von Odenwelt. Kerzenlicht schimmerte durch die Fenster des großen, dunklen Gebäudes, doch es brachte ihnen nur geringe Erleichterung zu wissen, dass auf dieser Insel des Todes jemand am Leben war. Sie klopften an die Tür und stellten sich gegen alle möglichen Schrecken, denen sie begegnen mochten. Die Tür wurde von einer ziemlich rundlichen Nordfrau mittleren Alters mit krausem blonden Haar geöffnet. Hinter ihr standen ein sanftmütig aussehender Carla Nord in etwa gleichem Alter, ein schüchternes bretonisches Teenager-Pärchen, noch sehr pickelig und linkisch, und ein sehr alter bretonischer Mann mit Apfelbäckchen, der die Besucher erfreut angrinste. »Ach du meine Güte«, sagte die Nordfrau ganz aufgeregt. »Ich dachte, meine Ohren müssten mich täuschen, als ich das Klopfen an der Tür hörte. Kommt herein, immer herein, es ist ja so kalt.« Die 3 wurden hereingebracht und waren erleichtert, dass die Gilde nicht im Mindesten verlassen aussah. Sie war sauber gefegt, gut beleuchtet und freundlich eingerichtet. Die beiden Gruppen stellten sich gegenseitig vor. Die Bewohner des Gildenhauses waren 2 Familien, die Nord Jalma und Nette und die Bretonen Lüvel, Rosalin sowie der alte Winster. Sie waren freundlich und zuvorkommend und brachten sofort Glühwein und Brot, während Munden und Zinetta ihnen erklärten, was sie hier wollten und was die Heiler und Kräuterheilkundigen über Vralla gesagt hatten. »Ihr seht also«, sagte Zinetta unter Tränen, »wir dachten nicht, dass wir die Magiergilde in Odenwelt finden würden. Doch nun, da wir hier sind, bitte, ihr seid unsere letzte Hoffnung.« Auch die 5 Fremden hatten Tränen in den Augen. Nette weinte besonders laut. »Oh, ihr habt zu viel durchgemacht, viel zu viel«, heulte die Nordfrau. »Natürlich werden wir helfen. Euer kleines Mädchen wird wieder völlig gesund. Nur eines sollten wir euch nicht verschweigen«, sagte Jalma ruhiger, obwohl er offensichtlich ebenso berührt von der Geschichte war. »Dies ist zwar ein Gildenhaus, aber wir sind keine Magier. Wir haben dieses Gebäude übernommen, weil es verlassen war und es dient unseren Zwecken seit dem Exodus. Wir sind Totenbeschwörer.« »Totenbeschwörer?« Zinetta erschauerte. »Wie konnten diese netten Leute nur so etwas Schreckliches sein?« »Ja, meine Liebe«, lächelte Nette und tätschelte ihre Hand. »Ich weiß, wir haben leider einen schlechten Ruf. Er war nie besonders gut, und nun, da der wohlmeinende, aber törichte Erzmagier Hannibal Traven...« »Möge der Wurmkönig seine Seele fressen«, schrie der alte Mann ganz plötzlich und sehr boshaft. »Also wirklich, Winster«, sagte das junge Mädchen Rosalin, das errötete und Zinetta entschuldigend anlächelte. »Ihr müsst schon verzeihen, er ist sonst sehr liebenswürdig.« »Nun, er hat natürlich recht. Manni Marco wird in dieser Angelegenheit das letzte Wort haben«, sagte Jalma. »Doch im Augenblick ist alles äußerst, nun, heikel. Als Traven die Kunst offiziell verbannte, mussten wir uns verstecken. Die einzige Alternative wäre gewesen, sie völlig aufzugeben. Und das wäre einfach dumm, auch wenn es viele gibt, die es getan haben. Nicht viele wissen mehr von Odenwelt, seit Tiber Septim es als seinen persönlichen Friedhof benutzte«, sagte Lüvel. »Wir brauchten eine Woche, um es wieder zu finden. Doch für uns ist es ideal. Viele Leichen müsst ihr wissen.« »Lüvel«, ermahnte ihn Rosalin, »ihr werdet ihnen Angst machen.« »Tut mir leid«, grinste Lüvel reumütig. »Mir ist es egal, was ihr hier macht«, sagte Munden mit Nachdruck. »Ich will nur wissen, was ihr für meine Tochter tun könnt.« »Nun«, sagte Jalma und zuckte die Achseln, »ich denke, wir könnten es erreichen, dass sie nicht stirbt und niemals mehr krank wird.«
Zinetta keuchte. Bitte, wir geben euch alles, was wir haben. Ach was, sagte Nette und nahm Vralla auf ihre großen, fleischigen Arme. Oh, was für ein wunderschönes Mädchen. Möchtet ihr euch wieder besser fühlen, mein Schätzchen? Vralla nickte matt. Ihr bleibt hier, sagte Jalma. Rosalin, wir können diesen Leuten doch bestimmt etwas Besseres als Brot anbieten. Nette machte Anstalten, Vralla fortzutragen, doch Zinetta lief hinter ihr her. Wartet, ich komme mit. Oh, ich glaube gern, dass ihr das möchtet, aber es würde den Zauberspruch ruinieren, meine Liebe, sagte Nette. Macht euch keine Sorgen, wir haben das schon Dutzende von Malen gemacht. Munden nahm seine Frau in die Arme und sie gab nach. Rosalin eilte in die Küche und brachte ihnen Geflügelbraten und noch mehr Glühwein. Sie saßen und aßen schweigend. Winster erschauerte plötzlich. Das kleine Mädchen ist gestorben. Oh, keuchte Zinetta. Was beim Reich des Vergessens soll das heißen? Schrie Munden. Winster, war das wirklich nötig? Lüvel warf dem alten Mann einen finsteren Blick zu, bevor er sich Munden und Zinetta zuwendete. Sie musste sterben. Bei der Totenbeschwörung geht es nicht darum, eine Krankheit zu heilen. Es geht um Auferstehung, totale Regenerierung, Verwandlung des ganzen Körpers, nicht nur der Teile, die augenblicklich nicht funktionieren. Munden stand wütend auf. Wenn diese Irren sie umgebracht haben, das haben sie nicht, fuhr Rosalin ihn an. Und in ihren Augen stand jetzt ein Feuer. Eure Tochter lag praktisch in den letzten Zügen, als sie hier eintraf. Das konnte jeder sehen. Ich weiß, es ist hart, sogar schrecklich, doch ich werde nicht zulassen, dass ihr dieses reizende Paar, das nur versucht, euch zu helfen, irre nennt. Zinetta brach in Tränen aus. Aber sie wird jetzt leben. Das wird sie doch. Oh ja, sagte Lüvel mit einem breiten Lächeln. Oh, danke, danke. Zinetta brach erneut in Tränen aus. Ich weiß nicht, was wir getan hätten. Ich weiß, was ihr fühlt, sagte Rosalin und tätschelte liebevoll Winsters Hand. Als ich dachte, wir würden ihn verlieren, war ich gewillt, alles zu tun. Genau wie ihr. Zinetta lächelte. Wie alt ist euer Vater? Mein Sohn, berichtigte Rosalin. Er ist 6. Aus dem Nebenraum kam das Geräusch kleiner Schritte. Vralla, geh und umarme deine Eltern, sagte Jalma. Munden und Zinetta drehten sich um und fingen an zu schreien. Was für eine Geschichte und das so früh am Tag. Ihr Lieben, na gut. Uiuiuiui, diese Totenbeschwörer. Kann es denn gar möglich sein, dass ich trockenen Fußes hier aus diesem Sumpf herauskomme? Das wäre ja gar fantastisch. Oh, eine Schlammkrabbe, eine ziemlich große Schlammkrabbe. Oh, jetzt trage ich schon wieder zu viel. Ich sollte nicht so viel Scheiß mitnehmen. Mann, Brot, weg damit. Ja, es muss schon reichen. So, und jetzt nehme ich kein Zeug mehr mit, auch wenn die Viecher hier echt cool aussehen. Ich hab mich gerade erschrocken, Lydia, Mann. Komm nicht immer so aus dem Nichts. Ich glaube, so richtig klar wird das Wetter in diesem Sumpf nie, ne? Oh. 2 rote Punkte auf der Karte. Gegner. Aber ich habe ja die Schlammkrabbe eben schon gesehen. Oh nein, hier komme ich aber nicht trockenen Fußes rüber, glaube ich, oder? Mal Anlauf nehmen. Ach scheiße, ich bin schon reingelatscht. Egal. Dann gehe ich jetzt hier einen kleinen Schritt durchs Wasser. Seid denn ihr? Aha. Interessant. Nein, ich lasse euch jetzt mal da. Ihr wiegt mir wahrscheinlich wieder zu viel. Was war denn das für eine dramatische Musikänderung da im Hintergrund? Na egal. Denn das da hinten? Eine Sägemühle. Gehört wahrscheinlich zur Einsamkeit. Boah, was ein Anstieg hier. Aber ein wunderschöner Wald. Oh, und wieder ein Platz von einem ehemaligen Oblivion-Portal. Oder was auch immer das hier ist. Aber für mich sieht es auf jeden Fall so aus, wie so ein Oblivion-Portal. In die Richtung muss ich. Gibt's hier auch irgendwo einen Weg, oder
Wer ist das denn? Wer seid denn ihr? Hand zum Gruße, Freund. Hand zum Gruße. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu mit. Wie freundlich. Nehme ich gerne an. Ha, nichts ist besser, als den Krug zu heben, um, nun ja, die Stimmung zu heben. Prost! Ha. Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Vielen Dank, euch auch. Das sind ja mal nette Wanderer. Cool. Voll die Jungs. Hä? Und jetzt kann ich nicht mehr laufen? Hat der mir jetzt den Honigbräu mit... Oh! Ja gut, komm, dann trinke ich doch erstmal eine Flasche. Oder zwei. Ach komm. Drei. Wunderbar, jetzt kann ich auch wieder rennen. So mit drei Flaschen Medintus kann man auch wieder laufen. Ah, was für ein wunderbares Wetter. Huch, wo kommen denn jetzt gerade die Bäume her? Meine Güte. Ploppten aber gerade auf, das war ja hässlich. Und ein Wolf. Nee, ein Reh. Dich lasse ich leben. Und da läuft's auch schon weg. Wow, was für eine Brücke. Ja, selbst mit so mega, mega fett aufgedrehter Grafik, Leute, kann man leider nicht verhindern, dass die Schatten, wie gerade kurz gesehen, ruckhaft sich verändern und Bäume aufploppen. Das wird leider immer so sein. Das liegt am System, was dahinter ist. Naja, kann man nichts dran machen. Aber mein Gott, es gibt Schlimmeres. Drachenbrücke Süd. Wunderbar. Und in die Richtung müsste es ja dann auch wunderbar nach Einsamkeit gehen. Gucken wir uns doch mal ein bisschen in Drachenbrücke Süd um hier. Die haben sogar einen Markt. Nicht schlecht. Ihr braucht etwas? Ja? Was? Was hast du nur zu verkaufen? Seht es euch an. Gerne. Wein. Magst du auch was von mir kaufen? Na toll. Oh, ich verkaufe dir ein Bier und eine Flasche Nordmead. Was ist das denn hier? Skoma. Ja, das kann ich dir auch komplett verkaufen hier. Nehme ich eh nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Frau Corvinus. Und wer bist du? Ja, ihr braucht etwas. Was hast du denn zu verkaufen? Seht es euch an. Kohl, Äpfel, Hühnereier. Echt ein süßer kleiner Markt hier. Super, danke. Auf Wiedersehen. Eidis. Und du bist der Holzfäller im Dorf. Sophia. Ja? Was suche ich? Na, nichts für ungut, dann hack halt weiter. Hi. Ihr braucht etwas? Nö. Oh, ein verrammeltes Haus hier. Was ist das hier? Antidot. Oh, geil. Tragers Gegengifte. Ah, hier kann ich mal wieder Heiltränke und so kaufen. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Mhm, vielen Dank. Wunderschöne kleine Hütte, wirklich. Was liegt hier für ein Buch? Kräuterbuch, natürlich. Hi! Was braucht ihr? Zeig mal, was du so hast. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Oh, Zauber klingt super. Was willst du denn erstmal kaufen von mir? Das Amulett des Totenbeschwörers? Muss ich das überhaupt noch behalten? 50 plus 50 Magiker Beschwörung kosten 25% weniger. Magiker Gesundheit und Ausdauer regenerieren 75% langsamer. Na, das ist ja total kacke. Ist halt echt nur für Totenbeschwörer, ne? Magst du mir das abkaufen? Achso, so viel Geld hast du gar nicht. Da muss ich erstmal Sachen von dir kaufen. Nee. Aber den Stab kannst du schon mal haben. Das ist schon mal super.
146 Gold hat er noch. Kann man den denn da noch andrehlen? Hier, einen makellosen Rubin kriegst du, ja. Gebe ich dir günstiger. Ich bin so frei. Illusionszauber steigert die Magika. Rolle der Untotenabwehr. Nö, was ist denn Hagelkorn? Ballistischer Eisblock, der 20 Frostschaden auf Lebensenergie und Ausdauer verursacht. Er wird fester, während er durch die Luft fliegt und verursacht bis zu 400% Schaden mit steigender Distanz. Cool. Na, das nehme ich da mal mit. Jetzt hat er auch wieder mehr Gold, das finde ich super. Steigerung der Traglast. 300 Sekunden lang und 20 Punkte erhöht. Ja, kaufe ich mir auf jeden Fall mal einen von. Kann ich öfter mal gebrauchen. Rolle der Erzürnung. Kreaturen und Personen bis zur Stufe 8 greifen 60 Sekunden lang jeden in ihrer Nähe an. Auch nicht schlecht. Heilung, jawohl. Kaufen. Elemente entfesselt. Verursacht Magieschaden, der 4-mal der Anzahl an gewirkten Elementzaubern des Anwenders entspricht. Das ist mir zu kompliziert. Stiehlt 6 Punkte Ausdauer pro Sekunde. Zaubertrankrezept, Blitzresistenz. Ja, das kann man auch mal kaufen. Und dann kaufe ich alles, was ich noch nicht kenne, auf jeden Fall. Wo ich nicht zumindest eine Sache... Ach, wo ich eine Sache kenne, kann ich... Also nur eine Sache kenne, kann ich auch mal kaufen. Da kann man ja noch was dazulernen. Wunderbar. Rolle Kreis der Stärke. Nö, das will ich nicht. So, und jetzt hast du auch 1100 und jetzt kannst du mein blödes Amulett auch kaufen. Da. Und einen Rubin kannst du noch haben. Super. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Also nicht an euch natürlich. Wir machen noch weiter. So. Jetzt bin ich schon mal einiges an Kram los. Das finde ich super. Eine Taverne gibt es hier auch. Nicht schlecht. Botildas Breads. Aha. Botildas Backwarner. Nee, ist eine Bäckerei. Okay. Wow. Ja, das sieht tatsächlich... Jetzt weiß ich auch, warum das Drachenbrügge heißt. Ja, Leute. Sieht es nicht einfach geil aus? Jawohl, Drachenbrücke entdeckt. Wunderbar. Tach. Wenn ihr ein Zimmer sucht, solltet ihr im Vier Schilde fragen. Vielen Dank. Und du bist? Macht euch nützlich und hackt etwas Feuerholz. Ihr könnt euch dabei auch etwas verdienen. Aha. Leute, die hart arbeiten, haben auch das Recht, einen über den Durst zu trinken. Das gleiche gilt für Leute, die eine Frau wie meine ertragen müssen. Ja, klingt so, als hättest du ein Problem mit deiner Frau. Sie heißt Olda. Solltet ihr bereits ihre Bekanntschaft gemacht haben, wisst ihr vermutlich, wovon ich spreche. Ich schwöre, diese Frau ist der schlimmste Hausdrache in ganz Himmelsland. Huch. Ich glaube, statt einem Herz sitzt ein Eisklumpen in ihrer Brust. Mhm. Wie alt ist eigentlich diese Steinbrücke hier vor der Stadt? Schwer zu sagen. Sie ist alt, so viel steht jedenfalls fest. Sie stand schon lange vor der Stadt hier. Ich hoffe nur, die Brücke überlebt den Krieg. Ihr müsst in beiden Richtungen sehr weit gehen, bis ihr einen anderen Weg über den Kart findet. Ja, das habe ich gemerkt. Wenn eine Seite verhindern will, dass die andere den Kart überquert, wäre es möglich, dass sie die Brücke einreißen. Wäre schade um das schöne Ding. Und euer Holz, verkauft sich das besser, seit der Krieg angefangen hat? Darauf könnt ihr Gift nehmen. Hab ich mir gedacht. Die Nachfrage war noch nie so hoch. Zumindest nicht, seit ich die neue Mühle gebaut habe. Glückwunsch dafür. Sehr weitsichtig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schöne Mühle. Ja, bäh. So, mal gucken, ob ich diese Olda noch finde, oder ist das hier Olda? Nein, das ist Michelle. Wenn ihr ein Zimmer sucht, solltet ihr im Vier Schilde fragen. Das sieht ja nach einer richtig kleinen Festung aus hier. Was ist denn das?
Ah, die Schmiede. Abgeschlossen ist es auf jeden Fall nicht. Trainingsplatz. Wachen. Hafengarer Wache. Festungskommandant. Ihr braucht etwas? Nee. Ich wollte nur dich ein bisschen was über die Festung fragen, aber wenn du nicht willst. Das Drachenblut nach Hochodka gerufen. Ja, ich weiß. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Oh, von da oben hat man bestimmt einen richtig geilen Blick übers Land. Oder auch nicht, weil alles zugemauert ist. Na super. Naja, zumindest ein bisschen. Oh, da hinten geht die Sonne schon wieder unter. Sollten uns beeilen, nach Einsamkeit zu kommen, auf jeden Fall. Naja, viel ist hier oben nicht. Eine Festung halt. Wahrscheinlich für den Kriegsfall, dass sich die Leute zurückziehen können. So viel Arbeit? Ja. Was? Was, was? Ihr seid wie ich, nicht wahr? Kann auch nichts mit diesen klobigen Zweihändern anfangen. Ja, richtig. Ich hab lieber einen Outpost. Da liegt ein Buch rum. Der agonische Bericht. Aha. Tach. Hab hier in letzter Zeit ein paar üble Gestalten durchkommen sehen. Dachte, ich hätte solche Leute hinter mir gelassen, als ich Markart den Rücken kehrte. Ihr seid von Markart? Ich bin als Waise in den Straßen von Markart aufgewachsen. Ohne die Güte eines alten Kriegers namens Logrolf, der Gebeugte, wäre ich dort auch gestorben. Oh. Logrolf hat mich gerettet und gab mir genug Geld, um die Stadt zu verlassen. Ich bin dem Kart in nördlicher Flussrichtung gefolgt und kam dann schließlich hierher. Als ich Michelle kennenlernte, wusste ich, wo ich hingehörte. Ich schätze, das ist alles. Eine Frau da unten. Macht ihr euch Sorgen, in diesen gefährlichen Zeiten eine Familie zu gründen? Aber natürlich. Jede Nacht bete ich, dass uns nicht ein Drache holen kommt. Oder die beiden Armeen auftauchen und um die Brücke kämpfen. Ihr fragt, ob ich mir Sorgen mache? Ich habe wahnsinnige Angst, wenn ihr es genau wissen wollt. Aber um meiner Frau und meiner Kinder willen muss ich stark bleiben. Die üblen Gestalten, die ihr erwähnt habt, die hier durch die Stadt gekommen sind, Die Kaiserlichen und die Sturmmäntel haben jeweils Reiter in diese Richtung geschickt. Sie suchen die Brücke und das umliegende Land ab. Sie haben in der Herberge übernachtet, dann aber ihre Rechnung nicht bezahlt. Sie sagten, Soldaten müssten nicht bezahlen, weil sie ihr Leben riskieren, um uns zu beschützen. Eine Miliz oder was? Das ist noch nicht alles. Sie haben uns auch noch einen Haufen Holz genommen und einer von ihnen wollte sich sogar an meiner Tochter vergreifen. Diese Leute glauben, sie können sich alles erlauben. Mhm, bis zum nächsten Mal. Dann werde ich mal in die Taverne gehen und nachfragen, was das für Leute waren. Ist das die Taverne hier? Ja, Vier-Schilder-Taverne. Ich hoffe, dass ich irgendwann meine eigene Taverne betreiben werde. Setzt euch und wärmt euch auf. Boah, wieder mal eine schöne Taverne hier. Und sogar ein Barde da, oder ist das... Nee. Nur die Tavernenmusik. Faida zeigt mir, wie man eine Taverne führt. Sie betreibt die vier Schilde. Bitte, seht mich nicht so an. In Ordnung. Hi, Faida. Ich heiße Faida, ich betreibe die Taverne. Ja, schön für dich. Schade. Ja, natürlich, Julien. Was habt ihr auf dem Herzen? Was macht ihr, wenn ein Kunde nicht für sein Essen oder Getränk bezahlen kann? Da meine Kunden meist aus dem Ort stammen, klopfe ich einfach am nächsten Tag bei ihnen an. Wer bist du? Ja? Ja? Niemand. Na toll. Dann gehe ich mal wieder raus. Ja, ich dachte, hier wäre mehr Informationen über diese... Gestalten zu holen, die hier durchgekommen sind. Drüben in Rifton wurde jemand ermordet. Eine alte Dame, die ein Waisenhaus geleitet hat. Wer das nur hat. War. Das muss diesen armen Kindern das Herz... Ja, ganz bestimmt. Als Grelot gestorben ist, haben die Kinder alle geweint. Was ist da denn los? Ein Bär? Zack, immer auf den Kopf. Das war der letzte. So, jetzt kann ich auch das schöne Bärenfell noch mitnehmen. Finde ich super. Wow. Oh, das war einer der Wanderer. Nö, dich will ich nicht ausrauben. Auch wenn es dir nichts mehr bringt. Hey, tut mir leid um euren Kollegen. Ich habe den Bär umgebracht. Hand zum Gruß, ja, Freund. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt.
Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honig. Noch mehr? Honigbräumet? Ihr habt den lieblichen Honigbräumet noch nie probiert? Dabei ist er doch der beste Met außerhalb von Sovngarde. Er ist so süß wie der Kuss einer holden Jungfer in Sternenhelle. Oh Mann, wie poetisch. Und er ist so stark, dass er selbst einen Frosttroll auf den Allerwertesten fallen lässt. Aber genug geredet. Kommt. Wollt ihr nicht mit mir und meinen Gefährten trinken? Deinem Gefährten, meinst du? Nee, jetzt gerade nicht. Das hatten wir heute schon. Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum. Ja, mögen sie. Oh, die sind beide tot. Na toll. Jetzt bist du ganz alleine. Armer Schuft. So. Hier müssen wir doch irgendwann mal nach Einsamkeit kommen. Hier lang, wunderbar. Boah, was ist das da oben? Sieht auf jeden Fall noch interessant aus. Hase, 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 Hase. Abendessen! Ja, ich habe einen Hasen getötet. Weint doch alle. Ja, jetzt hier unten oder oben lang? Oder ist ein Wegweiser? Unten lang. Das sieht doch schon nach Stadt aus hier. Das finde ich super. Boah, und dann dieses Abendrot dazu. Das ist echt herrlich. Ja, man merkt mittlerweile wirklich, dass ich die Ausdauer gesteigert habe. Wenn ihr nach Einsamkeit gekommen seid, um euch der Armee anzuschließen, dann sprecht mit Ricke. Wenn nicht, dann haltet eure Nasen aus anderer Leute Angelegenheiten raus. Oder ihr endet wie Rockwir. Wer ist Rockwir? Werde ich vermutlich rausfinden. Ihr Lieben, endlich in Einsamkeit und ich kann mich endlich der Badenakademie anschließen. Wup, wup. Onkel Rock will nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Alle auf Position. Svari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Ihr habt uns verraten. Macht schon weiter. Ihr solltet ihr sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Ihr seid Verräter. Vivien. Rock hier. Ihr habt Ulfric Sturmmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen. Das ist Rockwir. Nachdem er Großkönig Torrik ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Er verdient es nicht zu sprechen! Es ist überhaupt kein Mord geschehen. Lügner. Ulfric hat Torrik herausgefordert. Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt. So ist es bei uns Brauch. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand und aller Nord. Wow. Hinrichtung, ja? Am heutigen Tage breche ich auf nach Sovngarde. Wow. Alter. Flock. Huch, der zuckt noch. Der lebt noch, Leute. Der zuckt noch.
Eine schöne Torwache wart ihr. Wie dieser Kopf da rumspringt. So, und wer seid ihr jetzt alle hier? Die hier so... Nur weg mit dem alten Schrott, sag ich. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er gewusst hat, was er tat, als er dieses Tor öffnete. Ich nehme an, jetzt ist alles vorbei. Ich hatte gedacht... Ach, ich weiß nicht, was ich gedacht hatte. Wer seid ihr jetzt? Ihr braucht etwas? Ich glaube, ich hatte mehr erwartet. Wow. Hallo, Henker. Vorsicht, ihr seid nicht etwa Söldner, oder? Ich habe ein kleines Problem, das ihr lösen könntet. Okay. So hätte es nicht sein sollen. Nichts schon gut? Was ist das denn jetzt für eine Konversation hier? Hättet ihr für einen Veteran vielleicht was zu essen? Hallo? Macht keinen Ärger. Der Kerker von Schloss Elend kann selbst den stärksten Willen brechen. Das glaube ich dir aufs Wort. Ich kann mich mit dir nicht unterhalten, na gut. Ah! Erschreck mich doch nicht so! Aber ich dachte, du brauchst jetzt meine Hilfe. Oh, jetzt habe ich den Kopf rumgekickt. Hoch. Bisschen Fußball spielen? Hey Henker, Fußball? Oh Mann, ich werde gemein, glaube ich. Boah. Und da ist es ganz schön schnell Nacht geworden. Gut, Stolzspitze. Das ist wirklich ein prächtiges Haus. Und es steht zum Verkauf. Ihr solltet mit dem Vogt in der Festung sprechen, wenn ihr Interesse daran habt. Ja, ich möchte ein Haus kaufen. Die Rebellen sollten besser gar nicht erst versuchen, nach Harfinger zu kommen. Winking Skeever, okay, die Taverne am Ort. Ihr könnt noch so geheimnisvoll tun. Wir Wachen wissen, dass ihr der Diebesgilde angehört. Ja. Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen und arbeiten muss ich auch nicht mehr. Na dann. Ich mag vielleicht wie ein wilder Schwertkämpfer aussehen, ziehe jedoch die geistigen Fähigkeiten dem Krieg vor. Na toll. Zum Arbeiten bin ich zu alt. Zum Trinken aber noch lange nicht. Ich bin nicht interessiert, okay, Jerry. Tränke. Egal, wie auf dir fragt. Mann, hier ist ja richtig was los noch zur Abendstunde in der Stadt. Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als hätte ihn ein wütender Gott verschossen. Dieser Bar arbeitet. Und du bist? Ihr seht neu aus. Ich bin auch neu. Ich glaube, wir könnten Freunde sein. Aha, glaubst du das? Ihr seid auf der Durchreise durch Einsamkeit? Vielleicht wollt ihr leicht verdientes Gold einstreichen, ja? Leicht verdientes Gold, aha. Und woran hast du da so gedacht? Es ist nicht schwer, Dinge zum Verkaufen zu finden. Dinge, die keiner vermisst. Dinge aus dem Untergrund oder die einfach in Häusern herumliegen. Ich wette, dass wir beide uns sehr ähnlich sind. Warum also nicht einen Schritt weiter gehen? Wir können einander helfen. Meine Schwester Deja und ich sind Schatzjäger. Wir sammeln Dinge. Sammeln, aha. Na, schieß mal los. Wusste ich doch, dass ihr nicht auf den Kopf gefallen seid. Wegen des Krieges kommen hier weit mehr Schiffe vorbei. Beladen mit Waffen und Geld, aber nur wenigen Leuten. Und sie durchfahren gefährliche Wasser. Wir sind an einem dieser Schiffe interessiert. Was du nicht sagst. Dein Name ist Eisläufer. Mhm. Es wird vom Leuchtturm von Einsamkeit geleitet. Aber wenn dessen Feuer erlischt, läuft die Eisläufer auf Grund. Also willst du, dass ich den Leuchtturm zum Erlöschen bringe, ja? Was für ein interessanter Vorschlag. Wenn jemand so etwas tun würde, gäbe es ganz gewiss eine Menge Beute, die man teilen könnte. Ganz gewiss sogar. Ja, wenn jemand das Feuer des Leuchtturms löschen und mich anschließend am Hafen aufsuchen würde, würde ich ihm ganz gewiss sagen, wo diese Beute zu finden ist. Nun, vielleicht würde das eventuell ja sogar passieren. Und was passiert mit den Leuten auf dem Boot? Macht euch um die keine Sorgen. Sie werden bestimmt heil an Land gespült. Vielleicht bezahlen sie uns sogar, wenn wir sie nach ihrem Unglück heldenhaft retten. Alles klar, du hast auf jeden Fall einen Plan, hä? Ah, na gut. Am besten sollten wir uns möglichst wenig unterhalten, bis ihr euren Auftrag ausgeführt habt. Na dann tschüss, Charera. So. Jetzt habe ich aber immer noch nicht die Badenakademie gefunden. Und da will ich ja schließlich hin. Oh, hier gibt es auch einen Markt. Wunderbar. Der natürlich nicht mehr offen hat. Klar.
Was für eine unfassbar schöne Stadt, ey. Ich freue mich schon richtig, die im Sonnenlicht zu sehen. Zumindest bei Tag. Sonnenlicht ist ja... Bist du die Akademie? Nein, du bist zugemauert. Oder kein Eingang. Oh, noch eine Wache. Ich lüge nicht. Ich habe das Heulen der Werwölfe selbst gehört. Die Legenden sind... Halle der Toten. Das sieht ziemlich groß aus. Bist du die Akademie? Wow, wo geht's denn hier rein? Ich glaube, ich brauche mal so ein... da ist er. Da geht's rein. Wunderbar. Kann ich den wieder wegtun und reingehen. Juhu, die Bardenakademie, ihr Lieben. Endlich kann ich mich der Bardenakademie anschließen. Ihr seid... Willkommen an der Bardenakademie. Ich bin hier der Direktor. Wie kann ich euch helfen? Ich würde mich gern bewerben. Es ist immer eine Freude, einen angehenden Bardenkollegen zu treffen. Ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass sich bei uns viele bewerben, aber nur wenige angenommen werden. Mhm. Wann immer es möglich ist, bitten wir Bewerber, Aufgaben zu erledigen, die in der Akademie anstehen. In diesem Fall habe ich genau das Richtige für einen angehenden Barden. Und das ist? Elisef hat die Verbrennung von König Olaf verboten, ein Fest, das von der Bardenakademie abgehalten wird. Wir müssen sie umstimmen. Sie davon überzeugen, dass ich König Olafs Vers vorlesen möchte. Einen Teil der Liederedda, der lebendigen Geschichte von Himmelsrand. Leider ist dieser Vers vor langer Zeit verloren gegangen. Mhm. Und den soll ich jetzt finden, ja? Ja, laut Giro, unserem Geschichtenarchivar, könnte der Teil der Edda, der von König Olaf handelt, sich immer noch in Todmanns Ruhe befinden. Todmanns Ruhe? Ihr müsst Ruhe. Das Gedicht für mich finden. War eure Akademie sehr vom Krieg betroffen? Nicht sehr, aber als Barde finde ich die ganze Angelegenheit deprimierend. In diesem Krieg gibt es keine Helden, keine Sieger und kein richtiges Ende. Wenn ihr etwas sucht, womit ein Barde arbeiten kann, dann seht euch die Drachen an. Ja, mit denen habe ich schon Bekanntschaft gemacht. In 1000 Jahren wird Himmelsrand Dutzende verschiedener Herrscher gehabt haben, aber die Rückkehr der Drachen. So eine Geschichte ereignet sich nur einmal in einer Ära. Mhm. Was wisst ihr über die Drachen? Um ehrlich zu sein, nicht viel. Ihre Rückkehr war für uns alle ein Schock. Giro Geman hat ein paar Bücher über sie in der Bibliothek, wenn es euch interessiert. Mhm. Interessant. Warum hat diese Elisif denn eigentlich das Fest verboten? Wie ihr vielleicht wisst, wurde Elisifs Mann vor kurzem getötet. Elisif ist in tiefer Trauer um ihren Mann und findet ein Fest, bei dem es um die Verbrennung eines Königsbildnisses geht, nun, geschmacklos. Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, dass das Fest schon viele Jahrhunderte alt ist und Einsamkeit feiert. Aber ich brauche Beweise. Ich glaube, diese Beweise könnte König Olafs Vers erbringen. Mhm. Und was ist diese Liederedda, von der ihr gesprochen habt? Ich glaube, Giro hier könnte euch das, sowie auch die Geschichte von König Olafs Vers, erzählen. Ihr solltet mit ihm darüber sprechen. Giro. Mhm. Ich wünsche euch Glück beim Finden des Verses. Danke, danke. Ist ja auch in eurem Interesse. Wo ist denn dieser Giro? Das ist auf jeden Fall schon mal die Bibliothek. Sehr interessant. Ist hier irgendwas Nützliches? Da pennt einer. Bist du Giro? Nee. Dann lasse ich dich auch schlafen. Lydia, steh mir nicht immer im Weg rum. Wer pennt hier? Viarmo. Schnarcht aber ganz schön. Noch ein Elf. War das der Leiter? Der pennt aber schnell. Und du bist? Der jüngste Barde an der Bardenakademie. Glückwunsch. Wenn ich etwas für euch tun kann, mache ich das gerne. Nö, danke. Dann gehe ich doch erstmal hier hoch. Hallo.
Lady Atea sagt, nur ihre eigene Stimme sei besser als meine. Aber sie tut mir Unrecht. Nur wenige können meinem Charme widerstehen. Noch weniger haben ihn verdient. Gar nicht eingebildet oder so. Na, zumindest sehr selbstbewusst. Vorlesungsräume hier oder was? Scheint so. Hallo Ildi. Ihr seid neu hier, nicht wahr? Richtig. Willkommen an der Bardenakademie. Vielen Dank. Sie ist wie ein musikalisches Museum. Musikalisches Museum. Interessant. Dann gehe ich, glaube ich, mal in den Keller. Hep. Und noch ein paar Stufen runter. Hep. Und nochmal hep. Wenn ich diesen Giro jetzt hier irgendwo finden könnte. Mhm. Essensplatz. Und da geht's wieder raus. Oh, und hier pennt alles. Ah, hier sind die Betten. John. Ja, lass ich dich auch mal pennen. Kann ich hier irgendwo pennen? Oh, Mann, oh. Da darf ich nirgendwo drin schlafen. Da muss ich wohl doch in die Taverne pennen gehen. Schade, ich habe gedacht, wenn ich in der Akademie aufgenommen werde, kriege ich auch ein Bett. So wie in der Magierakademie. Aber hier scheint es ein bisschen Platzmangel zu geben. Und der Typ ist irgendwie nicht da. Na gut. Dann, ihr Lieben, gehe ich erstmal zurück in die Taverne und lege mich pennen bis morgen früh. Denn ich finde, das habe ich verdient nach dem Marsch heute. Und dem Grab, in dem ich ja auch schon gewesen bin. Hübscher Schädel. Und ein hübsches Stirnband. Sieht wertvoll aus. So. Jetzt muss ich nur wieder zurückfinden. Ja. Ah, hier bin ich hergekommen. Zur Taverne. Boah, was für eine gigantische Stadt. Wie läuft es, Javanna? Nicht so schnell. Aber hallo, ich bin Gisli. Aber ihr könnt mich immer einfach... schön langsam. Wenn man es übertreibt, verbiegt sich das Holz. Aha, ihr seid also die Holzverleiher. Ah, noch ein neues Gesicht. Ich komme aus Hammerfell. Ich kann kaum noch den Überblick über die Leute behalten, die ich schon getroffen habe. Ich bin schon weit gereist. Ich komme aus Helgen. Wo hat der Drache angegriffen? Wir haben Gerüchte gehört über Tote und Feuer, das vom Himmel kam. Aber nichts Handfestes. Die Gerüchte sind auf jeden Fall alle wahr. Also Helgen gibt's nicht mehr. Dann werden wir wohl bald köcherweise Pfeile verkaufen. Mit einem Schwert richtet man gegen einen Drachen nichts aus. Da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Du bist ganz schön weit weg von zu Hause. Ja, aber ich werde noch länger in Einsamkeit bleiben. Fihadas Fähigkeiten als Pfeilmacher haben mich hierher geführt. Ich wollte lernen. Und es gibt noch viel in Himmelsrand zu sehen. Ich habe von einer Stadt namens Windhelm gehört, die fast komplett weiß ist vor lauter... wie heißt es nochmal? Ach ja, Schnee. Und weit im Westen liegt eine Ruine. Wolskige. Dort drin soll es eine Mauer geben, schwarz wie die Nacht. Und sie spricht. In der uralten Drachensprache. Aha. Es gibt Wunder an diesem Ort, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte. Da muss ich wohl mal in den Westen. Es ist schön, mit einem anderen Reisenden zu plaudern. Gleichfalls. Bis dann. So. Verhalder ist jetzt weg hier. Halt. Du bist? Erfolgt einen Ach, der Alte. Rat. Lass die Finger vom Glücksspiel. Ich bin über beide Ohren verschuldet. Irnskar soll verdammt sein. Schulden bei Irnskar? Zu viele Trinkspiele, zu viele Wetten. Und ich bin zu alt, um das Geld selbst aufzutreiben. Armer alter Mann. Ich könnte ja mal mit Irnskar reden. Er ist ein sturer Ochse. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ja, lass mich doch einfach mal probieren. Ich sollte mit meiner Tochter Yvette reden. Sie ist der hellste Kopf der Familie. Das werde ich auch tun, wenn ich sie treffe. So, aber jetzt gehe ich erstmal in die Taverne. Denn ich will mich aufs Ohr hauen.
Boah. Dies hier ist eins meiner Lieblingslieder. Eine Legende, die wir alle kennen und lieben. Was für eine unfassbar geile Taverne. Ein Held, Hammer. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das... Was braucht ihr? Mit, seltsamen Flaschen. Na gut. Wenn ihr euch für ein paar gute Gerüchte interessiert, kann ich euch helfen. Willkommen im zwinkernden Skewa, mein Freund. Weshalb heißt die Taverne eigentlich so? Nun, als kleiner Junge hatte ich einen Skewa als Haustier. Und er hat immer gezwinkert. Was für eine süße Geschichte. Ein guter Grund. Denke ich auch. Ja, dann erzähl mir doch mal ein paar Gerüchte. Varnius Junius kam auf seinem Weg zum Hof hier vorbei. Er war wegen irgendetwas besorgt. Falk Feuerbart kann euch sicher sagen, was es ist. Aha. Zum Hof von Einsamkeit. So, 200 Goldstücke. Alter, dein Zimmer sind ganz schön teuer, aber ich möchte trotzdem gerne eins haben. Natürlich, für heute gehört das Zimmer euch. Wunderbar, dann zeigt mir doch mal, wo es ist. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Schöne Stimme, die Bardin. Guten Morgen. Guten Tag. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Und ist es zu Ende? Lisette. So, ah, das ist Lisette. Ja, ich gehe erstmal pennen. Schöne Stimme, gute Frau. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Der Königsmörder. Schauungseier, warum liegen denn da Schauungseier rum? Boah, ja gut, das ist auch mal 200 Goldstücke wert, das Zimmer. Alles klar. Dann, hab vielen Dank, Corpulus, und... Ja, du darfst hier drinnen schlafen, liebe Lydia. So, jetzt darfst du auch gehen. Und bei den wunderbaren Flötenklängen kann ich bestimmt herrlich einpennen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Schauen der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in Einsamkeit. Und da mal gucken, was es hier noch so alles gibt in der Stadt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.